kehr ich ein zur Heimat wieder. Früh am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, schau ich dann ins Tal hernieder, wo vor jeder Tür ein Mädchen steht. Da seufzt sie still, ja still, Wir sind jetzt hier in Gesäß, unweit des Ottmachauer Staubeckens. Gesäß war der Ort, wo mein Schwager Berthold gewohnt hat, geboren ist und auch gewohnt hat. Und hier haben wir einen Blick auf die Sudeten, auf das Sudetengebirge. Und dahinter ist natürlich dann die Tschechoslowakei. Irgendwo auf diesem Gebiet. Ich glaube, da drüben liegt Jauernick, und in Jauernick ist die Sommerresidenz des Bischofs von Breslau gewesen. Den Ottmachauer Stausee gesehen und befinden uns jetzt in der Stadt Ottmachau. Das ist jetzt der Ring in Ottmachau, und hier haben wir die Mariensäule. Hier eine andere Ansicht, eine andere Blickrichtung auf den Ring. Noch einmal die herrliche Kirche von außen. Wir werden jetzt innen einige Aufnahmen machen. Leider kann man diese Kirche auch nicht betreten, und es bleibt nur die Möglichkeit, einen Eindruck von der Kirche zu gewinnen, indem man durch diese üblichen Eisengitter fotografiert. In der Kirche selbst sind drei Altäre von Willmann gemalt worden, eine Kostbarkeit dieser Kirche, und allgemein oder von manchen wird diese Kirche als die schönste Barockkirche Schlesiens bezeichnet. Vom Haupteingang der Ottmachauer Barockkirche hinunter fotografiert auf den Ring. Hier kann man den wunderschönen Rathausturm bewundern. Die Kirche ist geschmückt mit den Figuren der Apostel. Wir sehen zum Beispiel da Sankt Thomas, hier unten Johannes. Hier sehen wir das Standbild von Jakobus. Da drüber Sankt Andreas und ganz oben Paulus. Zwei Turteltauben belästigen den heiligen Thomas. Eine liest sogar aus seinem Buch, wie es scheint. Hier habe ich die Nordfront der Kirche im Bild. Man kann aber nicht weit genug weggehen, sodass die gesamte Kirche, das gesamte Schiff nicht auf einem Bild zu bekommen ist. So suche ich mit der Kamera die einzelnen architektonischen
Spezialitäten des Gotteshauses ab. Noch einmal ein weiterer Versuch, die Schönheit der Kirche aus einer anderen Perspektive aufzunehmen. Die Doppeltürme sind hier nicht so klar zu erkennen, weil ich ja die Kirche von der Seite her aufnehme.